Und was ist das Ziel der Expedition? Nun, sagen Sie es nicht weiter. Aber Ihr Codename ist zum Ursprung. Und wenn es nach mir geht, wird sie unsere Wahrnehmung der Menschheit grundlegend ändern. Herzlich willkommen, meine Lieben, zur Folge 12. Ja. Und was ist mit Ihnen, die Herren? Ich stelle Ihnen mein Spitzenteam vor. Horst Sauer, talentierter Anthropologe und ständige, aber nützliche Nervensäge. Rudolf Jäger, angesehener Ethnologe. Und nicht zuletzt Albert Bauer. Paläontologe. Und Sie? Reinhard Berger, Biologe. Wie Herr Berger sagt, wir sind hier, um für die Ursprungsexpedition zu trainieren. Dafür erhalten wir Mittel für unsere eigenen Projekte zu Hause. Aha. Und okay. Aus Liebe zur Wissenschaft, was, Horst? Ja, natürlich. Na klar. Oh ja, natürlich, Herr Berger. Jo. Sicherlich wäre sonst keiner von uns hier, nicht wahr? Nein. Erzählen Sie von sich, meine Liebe. Oh, ich bin Dana. Ich arbeite nur während der Ferien hier. Aber ich bin neugierig, worum es bei der Expedition zum Ursprung geht. Also, wenn das nicht streng geheim ist. Natürlich nicht. Ursprung. Sagen wir so, Fräulein Dana, falls, wenn wir finden, was wir suchen, werden Sie sich dieses Gesprächs bis in alle Ewigkeit erinnern. Okay. Sie werden Ihren Enkeln erzählen, dass Sie das Ursprungsteam bedient haben. Wow. Das Team, das nichts Geringeres als das fehlende Bindeglied zur überlegenen Rasse der Menschen entdeckt hat. Zur überlegenen Rasse? Den Australopithecus habilis, direkter Vorfahre des Homo sapiens. Aha. Oder, etwas ordinär ausgedrückt, den Yeti. Na, du sagst doch gleich, du. Oh, aha. Deshalb der Name Ursprung. Ja, siehst du, dann lieber gleich Yeti, dann weiß jeder Bescheid. Was auch immer wir finden. Und wir es nennen, es wird die Welt der Anthropologie erschüttern. Das wird uns helfen, zu erklären, wie wir uns entwickelt haben. Und zwar vom Australopithecus zum modernen Menschen. Und dann... Jetzt geht's wieder los. Wenn er mal anfängt, über Anthropologie zu reden, gibt's kein Halten mehr. Ich glaube nicht, dass Fräulein Dana deine ewigen Ausführungen hören möchte, Horst. Horst... Das ist interessant, ja. Das ist alles sehr interessant, natürlich. Aber ich gebe zu, mein Fach ist eher die Kunst, die Musik. Aber so die Kunstpausen eben, das war, ich konnte ja vorher... Meine Herren, auf die braunen Schatten für die großzügige Finanzierung der Expedition, die unser Verständnis der Menschheit neu definieren wird. Haben Nazis angehört, oder? Wir verbrüdern uns wohl mit dem Personal, die Herren. Wir stoßen nur auf Ihre Großzügigkeit an, Herr Höss. Darf ich Sie erinnern, dass diese Mission von meiner Partei finanziert, vertraulich ist? Wissen Sie, was das heißt, Dr. Berger? Ja, die werden alle erschossen. Ja, ja, Herr Höss. Das heißt, meine Herren, es ist streng verboten, ach so, Ziele oder Details irgendjemandem außerhalb unseres Kreises mitzuteilen. Unseres Kreises? Schon gar nicht der erstbesten Kellnerin, die mit den Wimpern klimpert. Und kann auch nicht. Fräulein, sobald Sie hier fertig sind, schlage ich vor, Sie gehen zurück an Ihre Arbeit. Boah, ey. Also wenn du sowas als Teenager so mitmachen musst, wa? Dann bist du auch geprägt fürs Leben. Das ja? ist eine der Unannehmlichkeiten, wenn man mit einem so politischen, privaten Geldgeber arbeitet. Ja, ja, ja. Aber er macht nur seinen Job. Und ich nehme an, wie überall im Leben muss man Kompromisse machen, um zu bekommen, was man will. Ah. Also, denken Sie sich nichts, Fräulein. So läuft das in der Wissenschaft tatsächlich im Leben überhaupt. Aha. So, nee, übergehen. Ja. So ist wohl der Lauf der Welt, Herr Berger. So, Ofen einstellen. Meine Herren, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Aber jetzt muss ich wieder arbeiten. Oh, oh, um dem fast noch das Bier geklaut, wa? Ja, wir sind ja nun mal etwas aufgebracht, emotional. So, dann bringen wir das erstmal weg. So, Ofen einstellen auf der Terrasse. Bedienen und die Bilder auf dem Tisch angucken. Habe ich jetzt hier lesen, so auf die Schnelle.
kann ich das blöde Tablett nicht abstellen? Da sind doch bloß leere Gläser drauf. Glaube ich jedenfalls. Ja, obwohl dem einen haben wir eben ja auch noch sein angefangenes Bier weggenommen. Vielleicht haben wir noch andere auch mit eingesackt. Ja, und komm schon, Leon, zeig mir deine Energie, deine Jugend. Oh weh, du siehst eher aus wie meine alte Tante Helga. Helga. Ach, das ist doch die Oma, die mit Kate im Moment im Elektrorollstuhl spricht. Die im Elektrorollstuhl sitzt und mit Kate spricht. Leni, Liebes? Mensch, hast du mich jetzt aber erschreckt? Was hast du da? Oh, das, nur eine Kameralinse. Eine Kameralinse? Ja, von Frau Junta ausgeborgt. Wer ist diese Frau Junta überhaupt? Rotschopf Junta, da drüben. Verheiratet? Rotschopf Junta. Oh nein. Und auch schon zu alt zum Heiraten. Oh. Sie ist weit über 20. Deshalb fährt sie Leon so gern. Oh. Weil er so ein schmucker junger Bursche ist. Weit über 20, zu alt zum Heiraten. Oh. Und sie lässt mich nie ihre Ausrüstung ausprobieren. Tja, kostet vielleicht Geld. Ich wollte ihr nur helfen, etwas zu filmen. Wette, sie ist eifersüchtig. Aber das Bild sieht schön aus, oder? Eifersüchtig oder nicht, du solltest trotzdem nicht mit Sachen spielen, die dir nicht gehören, Leni. Ja. Gerade wenn es dir verboten wurde. Na und? Du bist nicht meine Mutter. Nein. Und wenn du mich verpfeifst, sage ich meinem Vater, er soll dich rauswerfen. Ach, ist das so, kleiner Feldwebel? Allerdings, Soldat. Ah. Gott, kann das hier noch schlimmer werden? Irre. Sehr gut, so bleiben. Das erste Tag. Die kleine Nervensäge lasse ich besser in Ruhe. Jo. So, das ist also der ihr Symbol, der... Brauchen wir das nicht anklicken. So, was haben wir noch? Muss doch irgendwas anderes noch geben. Bedienen auf Terrasse sollen wir und... Oh. Noch ein Werk von Herrn Gustav. Aha. Das macht ihm sicher nichts aus, wenn ich mir das eben ansehe. Ja, okay. Ist aber... So, Terrasse bestellen. Bestellung, Ofen einstellen. Und bedienen. Bedienen auf Terrasse bedienen. Gemälde auf den Tisch angucken. Ja, genau so. Jetzt nicht mehr bewegen, mein Lieber. Und Fernrohr gucken zählt nicht zu meinen Hauptaufgaben erstmal. Ah, das ist das Idol. Und der ist das Idol. Ja. Das ist ein Idol. Wahnsinn. Muckis. Ich störe sie besser nicht. Da hat er mein Wellensittich mehr. Diese Junta war vorhin nicht gerade nett zu Leni. Nee. Aha, Terrasse bedienen hat sich erledigt. Ich störe sie besser nicht. Ich will nicht noch eine Standpauke. Ja, reicht das mal. Reicht das mal, so. Dann gehen wir erstmal wieder. Oh, was war da? Ich bin froh, dass Herr Gustav es gern hat, wenn ich für die Gäste spiele. Ja, wie ist das? So roste ich wenigstens nicht ein. Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, denn wir müssen Ofen einstellen. Das Gemälde auf dem Tisch wahrscheinlich, dann machen wir es später. Erstmal Ofen einstellen. So. Oh, ist alles grün. Außer der da. Okay, der ist nicht grün. Sieht aus, als wäre etwas mit der Luftzufuhr nicht in Ordnung. Ach so, und der da oben in der Mitte ist ja auch nicht im Grün. Das ist ja die falsche Seite, die da im Grün ist. Ich muss mehr Holz nachlegen. Okay. Ich meine, ist schon erstaunlich, was sie alles weiß. Mehr Holz nachlegen. Gut. Ja, mehr Holz nachlegen ist gut. Wenn gar nichts drin ist, dann glaube ich schon, dass da mehr Holz rein sollte als nichts.
So. Da stand, das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Da stehen noch prallte Schuhe, vielleicht können die auch mit rein. Feuer stärker. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Ich muss bestimmt die Stiefel da reinschmeißen. Oder die Halbschuhe oder was das da ist. Halbstiefel. Was haben wir da? Unmöglich. Ah. Ich nichts machen. Sieht gut aus. Ja, schön rund, ne? Ja. Ah. Dieses ist locker. Oh. Dann kann ich damit rumschrauben. Oh, und krumm ist es auch noch. Sie sind krumm. Nein. Sieht gut aus. Was ist das? Sieht gut aus. Ich versuche was anderes. Okay. Sieht gut aus. Sieht alles gut aus, ja. Oder ich versuche was anderes. Ja, was denn? Wo denn? Mama mia. Was ist das? Kann ich nicht. Die Schuhe reinschmeißen kann ich auch nicht. Und die Ofentür kann ich auch nicht zumachen. Das ist natürlich blöd. Jetzt bleibt die offen, oder was? Da qualmt das wie Sau. Aha, der da oben in der Mitte ist schon mal in die Waagerechte gegangen. Das reicht nicht. Ich muss das Feuer stärker anfachen. Ja, wissen wir ja. Ofen einstellen. 7 Milde gucken wir uns später an.